Die Salzburger mit dem Anstoß in dieser ersten Spielhälfte. Joch, gute Passidee. Auch das war stark von Nene. Immer noch Dorjele Nene. Und das ist Kameri. Was für eine Chance. Nochmal Kennedy mit der langen Variante. Da war ein Handspiel mit dabei, denke ich. Der Ball ist zunächst mal im Tor. Mohamed Bamba mit dem vermeintlich 1:0. Ecke für die Salzburger und jetzt passt es. Der Ausgleich für Red Bull Salzburg. Das ist wieder Fernando, der Veracznik versichert. Keuter! Fahne unten, 2-1 Salzburg, 73. Es war ein hartes Stück Arbeit für den Meister, aber am Ende siegt Red Bull Salzburg mit 2:1.